Ja, wir haben Einsatzalarmierung gekriegt. Feuer, landwirtschaftliches Gebäude, Stallung in Flammen. Die Problematik war, als wir ankamen, dass die Wasserversorgung relativ schlecht ist in diesem Bereich, weil es ein Außenbereich ist von Bigmünde. Und wir haben zwar einen Hydranten, aber der relativ weit von diesem Gehöft noch weg ist. Wir haben als erstes mit der Tankbeladung angefangen, den Löscheinsatz zu beginnen und parallel dazu natürlich die Wasserversorgung aufgebaut. Dementsprechend mussten natürlich auch Nachbarbären mithelfen. Menschen waren zurzeit nicht in Gefahr, dadurch, dass das relativ schnell erkannt wurde. Aber wir haben im hinteren Trakt des Gebäudes immer noch Tiere, die jetzt auch immer noch da drin stehen. Es ist eine Brandwand zwischen dem Gebäude und auch Türen, die sich vernünftig verschließen lassen. Das Gebäude ist rauchfrei und wir haben die Tiere auch drin stehen lassen, weil der Aufwand, die Tiere da alle rauszuholen, das sind alles Kühe, das ist nicht ganz ohne, dadurch, dass wir auch sehr viel Bewegung und Lärm an der Einsatzstelle haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, solange es geht, die Tiere auch in dem Stall drin zu lassen.